Der Krieg in der Ukraine hat auch hier in Deutschland einiges verändert. Die Bundesregierung versichert, dass sie das Budget für die Verteidigung den Erwartungen der NATO-Partner angleichen will und dass die Bundeswehr besser ausgerüstet wird. Zu diesem Anspruch passen die jüngsten Meldungen rund um den Schützenpanzer Puma allerdings gar nicht. So sollte es eigentlich sein. Der Puma rollt sogar bis 70 Stundenkilometer schnell. Dann zielen, schießen, treffen. Doch der Puma scheint ein Totalausfall zu sein. Zumindest kam am Wochenende heraus, dass bei einer Übung alle 18 eingesetzten Hightech-Panzer ausfielen. Zunächst einmal ist der Ausfall der Pumas bei der jüngsten Übung ein herber Rückschlag für uns. Wir waren nach den vorangegangenen Übungen noch recht zuversichtlich, weil der Puma sich gut geschlagen hatte. Und nun kommt dieser ungewöhnlich hohe Ausfall. Wir arbeiten im Augenblick mit Hochdruck an der Schadensaufnahme, gemeinsam mit Spezialisten aus der Industrie. Eine Konsequenz: Die Verteidigungsministerin hat verfügt, dass vorläufig keine weiteren Puma gekauft werden, bis sich die Fahrzeuge als stabil erweisen. Hergestellt werden sie von Rheinmetall und Krauss Maffei Wegmann. Immer wieder machten die Puma-Panzer Probleme. Von abgenutzten Zahnkränzen ist die Rede und unzuverlässiger Elektronik. Die Hauptverantwortung hat dafür die Industrie. Natürlich hätte man das früher feststellen können und auch müssen, aber die Industrie ist jetzt gefordert, das zu beheben. Und deshalb braucht es jetzt eine Änderung nicht nur der Kultur bei Beschaffung und Management von Material, sondern vor allem gerade bei diesem einen Thema, nämlich beim Thema Schützenpanzer, einen großen beherzten Schritt nach vorne, damit diese Fähigkeitslücke nicht entsteht. Besonders pikant ist der Zeitpunkt der Panzerpannen. Deutschland übernimmt ab Januar die Führung der sogenannten schnellen Eingreiftruppe der NATO. Und da sollte der Puma zum Einsatz kommen. Die Verteidigungsministerin beschwichtigt. Die neuerlichen Ausfälle des Schützenpanzers Puma sind ein herber Rückschlag. Die NATO kann sich weiter auf unsere Pflichterfüllung verlassen. Die Pflicht bei der schnellen Eingreiftruppe soll nun mit dem Panzer Marder erfüllt werden. Zumindest hat die Bundeswehr mit dem Fahrzeug Erfahrung seit einem halben Jahrhundert. Marder statt Puma im Tierreich, wäre das ein schlechter Tausch unter Umständen? Simon Young in unserem Hauptstadtstudio. Wie sehr blamiert sich Deutschland gerade? Ja, ich denke, das ist ein ziemlich großes Desaster für die Bundeswehr. Der Puma ist ein sehr teures Projekt, das teuerste Rüstungsprojekt des Heeres in der Geschichte der Bundeswehr. Es sollte das modernste System und der effektivste Schützenpanzer der Welt sein. Jetzt ist es offenbar nicht einsatzfähig. Nicht mal bei einer Übung in Deutschland kann es benutzt werden. Und das natürlich zu einem Zeitpunkt, wo die Notwendigkeit einer glaubwürdigen Verteidigung in Europa natürlich sehr hoch ist. Das hat eine hohe Brisanz. Und selbst wenn diese Probleme in einigen Monaten behoben werden könnten, wird es auf jeden Fall zu spät kommen für Deutschlands Rolle in dieser NATO-Speerspitze, dieser neuen schnellen Eingreiftruppe. Das ist ein großes Problem, auch für das Ansehen Deutschlands. Trägt die deutsche Rüstungsindustrie tatsächlich die Hauptverantwortung, wie das eben nahegelegt wurde von einem Unionspolitiker? Oder liegt es auch an einer unzulänglichen Beschaffungspolitik? Wie wird das diskutiert? Ja, da ist beides offensichtlich wichtig. Es gab heute ein Krisentreffen im Verteidigungsministerium. Da hat die Ministerin die Generäle eingeladen. Das sind die Nutzer dieses Panzers. Und möglicherweise gab es Probleme bei der Wartung oder es wurde falsch eingesetzt. Das ist alles möglich. Allerdings ist es ein sehr komplexes System mit einer hochkomplexen Elektronik zum Beispiel, auch die Lenkung der Waffensysteme war anfällig. Es gab immer wieder über Jahre große Probleme. Und da müsste man, glaube ich, auch mit den beiden Herstellerfirmen noch mal reden, aber natürlich auch mit den Bestellern und Beschaffern im Verteidigungsministerium, die seit 20 Jahren schon dieses Projekt begleiten und entwickeln. Wie kann denn die Verteidigungsministerin diese Sache jetzt überhaupt noch retten?
Also sie hat den Kauf von weiteren Pumas erstmal ausgesetzt und jetzt soll der Marder zum Einsatz kommen. Das ist ein altes System, wie in dem Beitrag schon erwähnt wurde. Aber die Marder wurden auch neulich für teures Geld modernisiert. Also sie können als Ersatz eingesetzt werden. Politisch ist die Sache natürlich viel schwieriger. Der Ministerin wird vorgeworfen, sie habe sich auf den Kauf von F-35 Kampfjets zum Beispiel konzentriert, nicht aber auf die gesamte Problematik von Beschaffung und Bestellung, zum Beispiel von Munition. Für viele Waffensysteme in Deutschland fehlt gerade Munition oder es wird sehr knapp. Also es gibt die Diskussion, dass man die Art und Weise überdenken muss, wie man die versprochenen Milliarden für die Modernisierung der Bundeswehr ausgeben will. Das muss geschehen. Danke für Ihre Einschätzung, Simon Young.